Also ich habe es, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die sehen einen nicht. Nee, nicht wirklich. So zielgestrebt, wie die einfach in einen Die reinfahren. KI nimmt einen nicht wahr, aber das könnte auch daran liegen, dass wir halt auf der 143 unterwegs sind. Da hatten wir das KI-Problem ja auch schon. Ja, aber das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Doch, ich glaube, in der aktuellen tatsächlich ist die KI etwas. Ja, wir können, ich glaube, in der letzten Version sind wir nicht aus der 143 gefahren. Doch. Nein. Weil, wenn doch, du sagst, du hast die Version davor. Oder auf der 142, aber da war das KI-Problem auch schon. Ja, meine Vermutung ist eher, dass es mit der Traffic Density zu tun hat. Kann ich mir auch vorstellen. Dass sie da ab und zu mal ein paar Aussetzer hat. Das ist auch möglich. Ja, wobei, so intensiv ist hier jetzt der Verkehr auch nicht. Ja. Nee. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Traffic Density hier kaum greift. Das ist mal so eine richtig Traffic Density nehmen mit Stau und sowas. Also ich glaube, die Traffic Density merkt man eher so an den Ecken, wo sie dann auf einmal mitten auf der Straße in Reihe stehen auch und sowas. Dass wir in England hatten, dass sie da auf einmal da an der Überfahrt zum Eurotunnel auf einmal alle irgendwie auf dem Parkplatz standen da mit Warnblinker und so. Ich glaube, da macht sich so eine Traffic Density tatsächlich bemerkbar. Aber hier so, während der Fahrt, glaube ich, greift die tatsächlich gar nicht richtig kräftig durch. Du musst einfach mal so eine Traffic Density, so eine Extreme Traffic Density nehmen. Da hast du richtig Stau. Ja. Habe ich mal gesehen in einem Video tatsächlich. Also da war, da war das auch so, dass es wie als Ereignis aufgehört. Also da bildete sich wirklich auf einmal ein Stauende. Oh, gut, auf jeden Fall so. Leute, wir müssen zusehen, dass wir fertig werden. Hier riecht's nach Essen. Lustig, Jenny hat mir gerade selbstgemachtes Börek hingestellt, sowohl mit Feta-Käse als auch mit Schinkenmundkäse, und du sagst, Leute, es riecht nach Essen. Ich habe das Gefühl, dass das rote Podcaster noch besser ist als der gute Ruf, den es schon hat. Hoffe ehrlich gesagt nicht drauf, bei deinen Röpsern. Und den Furzen. Da, hier siehst du, der LKW, der steht da auch einfach rum. Tropisches. Jetzt haben wir es da gleich geschafft. Ich habe freie Fahrt. Hier steht keiner im Weg auf meiner Spur. Was ist das für Geräusche von dir? Ja, war ein bisschen doof gerade, sagen wir mal so. Hätte links vor mir hatte ich ein Auto, was mit einmal stand. Rechts von mir ein LKW. Rechts. Was ist rechts? Was ist denn das jetzt für eine Aktion? Jetzt zieht der links rüber. Ja. Der ist auch schneller als 90 aus irgendeinem Grund. Wesentlich, ja. Der ist gemoddet. Aber echt? Guck mal, Nick, oben links ist ein Heißluftballon. Der Wahnsinn. Ich muss ja sagen, beim ETS 2 muss ich echt sagen, Himmel können die, ne? Mit den Wolken und so, das können die echt. Mhm. Und rosa können sie halt auch bei der Brutal Weather Mod. Alter, der trollt mich doch. Jetzt wechselt er die ganze Zeit die Spur. Ja, vor allem ist er erst knapp über 90, dann wieder langsamer, dann wieder knapp über 90, dann wieder langsamer. Und er setzt sich halt immer vor Nick, permanent. Eindeutig falsche Spur. Es steht wieder was auf der rechten Spur. Ja. Gefühlt. Weiß gar nicht, Nico, siehst du das, wo ich fahre? Ja, du bist auf dem Standstreifen. Ja. Wenn du jetzt rüber siehst. Ich hoffe, du siehst die Geländer. Hab ich. Gut.
Ich hoffe, Mario sieht sie auch. Er fährt vor mir. Nee, ich fahr vor Nick. Nee, du fährst vor mir. Oh, Tunnel und... Oh, dann... Was macht der LKW denn da? Ich Alter. Glaube. Vorsicht, Vorsicht, stoppen, bremsen, Eisen. Der LKW vor mir klebt in der Tunneldecke. Wolltest, Kam der gerade bei euch auch vorbeigeflogen? Ja. Der fliegt auch immer noch. Links, immer noch. Links, jetzt steht er auf immer der... Noch. Nee, jetzt ist er gelandet. Er ist auf der Tunnel... Er ist auf dem Tunnel links gelandet. Da steht ein Bus, da steht ein... Ihr wolltet doch Stau. Ja, aber da kommt man doch noch dran vorbei. Ja, ja. Ich habe nur die Vollbremsung reingeschlagen, weil da auch noch ein PKW war. Müsst euch jetzt nur einigen, wer wann fährt. Ja. Niemals irgendwer. Das sieht interessant aus. Kommt ihr dran vorbei? Ja. KI versucht es irgendwie auch, oder fährt zumindest nah ran, aber die kommt da eh nicht durch. Natürlich, der hüpft so weit rüber, nee, da kommt, jetzt kommt dass man jetzt nicht mehr dran vorbeikommt. Ja, warte, einfach mal mit Schmuck gegenheizen. Nee, ich komm nicht mehr dran vorbei. Rechts geht. Rechts geht jetzt. Ja, super. Ja, warte, ich bleib hier stehen. Achso, du bist komplett zugeparkt jetzt. Weil ich hänge in der Tunnelwand. Für mich ist die Fahrt hier mal wieder. Nee, setz weiter zurück, das geht. Ja, zurücksetzen kann er nicht. Ich hänge in der Tunnelwand. Nee, der LKW drückt sich gerade raus. Ja, das ist schlecht, dass er sich gerade rausdrückt. Kannst du noch mal vorwärts fahren? Ich kann nix. Er hängt in der Tunnelwand. Du bist aber ordentlich durchgeschüttelt, Gerd. Sei froh, dass du kein Eis hier mit Kohlensäure trinkst. Ja. Er ist frei. Ja, dann mal weiter, oder? Ich glaube, Gerd dürfte in Montpellier auskommen. Weiter. Boah, wenn du Fenster aufhast und dann mal hupst, ne? So. Karte. Ich bin in Moppelig, genau. Ja, dann Gas geben. Ja, Moment, das Ganze gestaltet sich schwieriger als gedacht. So. Ist schon krass, ne? Ich habe 2 Kilometer. Und ihr so? 117. Oh, dann kann ich ja schleichen. Ja. Ah, gleich geschafft. Oh, Gott sei Dank. Reicht dann auch wieder. Aber hast du unterwegs. Na, lustig war's. Ja, durchaus. Bist du für ein Idiot, Ali? Aber nicht so schlimm wie bei der einen Aufnahmesession. Wir sind tatsächlich auch kein einziges Mal rausgeflogen aus dem Konvoi. Das stimmt. Jetzt hat das gesagt. Zigzag. Hallo, hallo, hallo. Bitte? Iep.
Ja, Alter, wie oft willst du noch die Spur wechseln? Ja. Mein Navi sagt, wir sind heile angekommen. Ja. Oh, heil. Ja, 60% Frachtschaden. Ich hab 100. Frachtschaden 71. Aber wir machen jetzt... Alter, ist das jetzt dein Ernst? Nico und ich fahren versetzt und der drückt sich genau in diese vielleicht zwei Autolängen große Spur. Lücke. Da geht die nix. Nee, merke ich. Nee. Komm, ich will ja nur am Ziel noch ankommen. Ja, ich auch. Ja. Ohne Motorfehlfunktion, das ist... Also ich schubst dich jetzt auch nicht um oder so, das ist kacke. Ich bin weit hinter dir, also mich kannst du nicht umschubsen. Naja, im Endeffekt ja wäre er dann aber schneller da. Ja, das stimmt. Ja. Wie weit haben wir? 36. Ach, kommt ja schon gleich die Ausfahrt, Montpellier. Oh, ich höre deine Hupe, Benny. Du Saftsack! Oh. Das bist jetzt selber schuld, dass er da rechts in der Mitte ob das was zu sagen hat, wenn da oben in Rot steht, rücksichtslos? Nein. Nein. Das meint die nicht so. Abzug für Schaden, minus 100%, minus 882.000. Ich würde mal sagen, du bist umsonst gefahren. Minus 19.000 EPs. Okay. Wird überhaupt noch Kohle? Ja, musst du bezahlen. Geht ganz viel Kohle drauf. Wie viel Kohle geht drauf? Du verdienst nichts. Ja. Zahlst drauf. Ja. Beziehungsweise du kriegst für die Tour noch nicht mal Geld, weil die Fracht halt am Arsch ist. Hinter Pussy? Genau. Ich glaube, da habe ich nach mit dem Geld ein Problem. Warum? Ja, weil ich habe nur noch 25k. Ja. Ja, wir sind ein paar ATS-Sessions gefahren. Ja. Ja, und das ständige Reparieren kostet halt auch so ein bisschen was. Deswegen habe ich nur noch 25k, ja. Biege nach rechts ab. Aber ihr seid gleich da, sehe ich. Ja. Ja. Endlich. Ganz kaum erwarten. Wen von euch schmeiße ich denn jetzt um? Mir egal. Ah, nein. Mach einfach. Tu was zu. Nein, nein. Wenn du Spaß dran hast, wobei, nein, nein. Wobei, komm, solange es spektakulär aussieht, ist mir egal. Nein, nein, nein. Kollege, ich muss hier rechts abbiegen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich stehe hier. Nimm diese Ausfahrt. Komm, stehe ich hier und hab meine Fracht abgegeben. Kommen Sie von nah und fern. Verkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Vielleicht schon wieder Happer-Happer-Zeit. Biege nach links ab. Endlich. Oh Gott. Das kommt davon. Das sah gut aus. Das hab ich drauf. Das sah gut aus. Möchte ich wissen, was ihr gemacht habt? Ich auch nicht. Sagen wir mal so, die... rechte Seite von Nix Auflieger hatte noch Bodenkontakt. Dritter Ausfall, ach komm. So, schnell hier einparken. Bong. Wer ist da gegen den Pfosten gefahren? Na, Benny. Weil ich wieder aus dem Kreisverkehr herausgekommen bin. Endlich, rücksichtslos. Wer hätt's gedacht? Oh, mein Zufall. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Finde ich ganz schön frech. Einfach Gas. So, ich fahr keinen Meter mehr. Oh. Ja, ja, heile angekommen. Doch, fast. Was werde ich wohl haben? Recht gelogen, würde ich mal behaupten, ne?
Rücksichtslos. Ich will mir zumindest noch so 10 EP abholen. Ha, doch, 10 EP kriegst du? Ja, weiß ich noch nicht. Achso. Aber ich die 10 EP vielleicht fürs iParken noch. Also wenn ich 90.000 EPs abgezogen bekommen habe, reißen dich, glaube ich, die 10 EPs nicht mehr raus. Rücksichtslos. Wie überraschend. Minus 600, ja. Minus 15.000 EP. Ja. Gleich wieder Rang 1. So. Oh, Alter. Hilfe. Alter. Ja, ich würde sagen, damit endet diese Folge und auch diese ETS 2 Session. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.